Das neue Thema heißt zum Reinkommen, Übung zum Reinkommen. Da spiele ich ganz gerne als erste Übung oft im Training 2-2, ganz einfach. Zwei Bälle Rückhand aus Rückhandseite, zwei Bälle Vorhand aus Vorhandseite. Kombiniert, also man hat eine kleine Beinarbeit mit drin, wobei das keine Beinarbeitsübung ist, aber man hat natürlich immer einen Anteil dabei in unserer Sportart, wo man sich bewegen soll. Eine Kombination Rückhand und Vorhand ist halt wichtig zum Reinkommen. Und ja, bei dieser Übung würde ich vor allem darauf achten, bei allen Übungen zum Reinkommen, was wichtig ist, dass man nicht zu schnell anfängt. Das ist mir häufig aufgefallen, man spielt die Übung ja nach dem Einspielen, man hat noch ziemlich viel Kraft, ziemlich viel Power im Training, ist sehr motiviert und fängt an, ein bisschen zu wild zu spielen, die Übung. Da mein Ratschlag, lieber die Übung ein bisschen langsamer anfangen, mit 60-70% Tempo, auch der Blockspieler muss ich erstmal ins Training reinfinden und dran gewöhnen. Also die Fehlerquote am Anfang nicht zu hoch zu haben, dann verliert man oft wirklich fürs ganze Training ein bisschen das Selbstvertrauen. Das kann passieren, sondern am Anfang wirklich auf Kontrolle achten und wenn es gut läuft, die Übung, dann erst steigern. Das als allgemeinen Hinweis für alle Übungen zum Reinkommen. Bei der speziellen Übung jetzt 2-2, ein weiterer Fehler, der teilweise gemacht wird oder worauf man achten soll, ist ganz wichtig. Bei der Kombination zwei Rückhand, danach spiele ich zwei Bälle aus Vorhand, dass man dann den Schläger über Tischniveau lässt. Also gerade bei dem von Rückhand in Vorhand ist es nicht so wichtig, man kann ein bisschen tiefer ausholen, aber auf dem Weg zurück in Rückhand unbedingt den Schläger über Tischniveau lassen. Das ist ein häufiger Fehler, dass man hier runterkippt. Die Schulter arbeitet dann zu viel bei der Rückhandbewegung, die ganze Bewegung wird zu lang, sondern wirklich den Schläger oben lassen und dann kann man die Bewegung optimal nach vorne ausführen. Die zweite Übung, die ich selber sehr gerne spiele zum Reinkommen, also als erste Übung nach dem Einspielen, ist Rückhandmitte, Rückhandvorhand. Auch wieder eine Kombination drin, das ist wichtig, Rückhandschläge, Vorhandschläge im Wechsel. Ich spiele eine Rückhand aus Rückhand, eine Vorhand aus Mitte, wieder eine Rückhand aus Rückhand und dann eine Vorhand aus weiter Vorhand. Danach geht es wieder neu los in der Rückhand. Immer regelmäßig weiterspielen. Was bei dieser Übung dazu kommt als neuer Hinweis, was manchmal nicht so gut gemacht wird, ist, wenn ich nach dem Rückhandball gespielt habe, dass ich bei dem Ball in Mitte wirklich die Füße und die Hüfte öffne. Also häufig neigt man dazu, die Rückhand zu spielen, ziemlich genauso stehen zu bleiben, weil man den Ball in Mitte auch so erreichen kann. Dann kann man aber die Hüfte nicht einsetzen, sondern wirklich aus der Rückhandposition die Beine ein bisschen öffnen, das rechte Bein nach hinten nehmen, dass ich geöffneter stehe und dann wirklich auf den Hüfteinsatz achten bei dem Vor- und Topspin. Das ist wichtig. Und danach geht die Übung ganz normal weiter. Rückhand, Vorhand, wieder Rückhand, Mitte. Ja, die dritte Lieblingsübung, die ich spiele zum Reinkommen, ist die ein Vorhandball aus Vorhand, ein Vorhandball aus Mitte. Und dann zwei Bälle Rückhand. Dann wieder von vorne, Vorhand aus Mitte, zwei Bälle Rückhand. Auch immer regelmäßig weiter. Da ist eine Sache, auf die es wichtig ist zu achten, dass ich nach dem Vorhandball aus Vorhand den Ball in Mitte wirklich genug Platz mache. Das ist ein häufiger Fehler. Ich spiele den Ball und stehe hier ein bisschen zu eng. Der Ellbogen ist zu nah am Körper und ich kann auch dann wieder die Hüfte nicht einsetzen. Aber vor allem hat der Arm keinen Platz, keine Freiheit und dadurch kann ich den Topspin nicht sauber spielen, sondern man spielt den Ball oft, schiebt den Ellbogen dann nach vorne, wenn das ist. Das heißt, nach dem Vorhandball wirklich viel Platz machen, gerade wenn man als Rechtshänder gegen Rechtshänder über Rückhand spielt, kommt der Ball von da, das heißt, er dreht noch ein bisschen in den Körper rein und man muss wirklich mehr Platz machen, um den Vorhandball sauber spielen zu können. Und danach geht die Übung ganz normal weiter, zwei Rückhand, Vorhand, Mitte, zwei Rückhand, immer weiter.